So, da unten ist das alte Hammerwerk. Leider ist das hier vor einigen Jahren das Dach abgebrannt. Seitdem, ich versuche gleich mal da reinzuzoomen, zeige euch mal das Dach. Ich habe hier jetzt eine super gute Kamera hier. Ich finde das echt schade, dass das nicht wieder richtig ins Leben gerufen wird. Allerdings muss man sagen, auch dieses, ich weiß nicht, was sagt man dazu, Schmiedefabrik, oder? Ja, ist alles Schmiedefabrik, steht auch unter Denkmalschutz. Und das macht die Sache dann schon ein bisschen schwierig. So, jetzt will ich mal euch mal das abgebrannte Dach zeigen. So, das ist jetzt das Teil vom abgebrannten Dach. Und ich hoffe mal, dass sie ja irgendwie, da gibt es auch so einen Verein, der sich da gegründet hat, sich darum kümmert und bemüht ist, dass sie das da alles wieder richtig auf Vordermann bringen. Aber da gibt es schon ein oder andere Problem, da auch mit den Eigentümerverhältnissen, die normalerweise schon geklärt sind. Da hängt also die Sparkasse mit drin. Oh. Hey, du Schwein. Das ist jetzt alles auf die Kamera. Was ich noch zu sagen hätte, dauert nicht eine Zigarette. Und zwar ist das hier dieses Ennepetal. Flusstal ist einer der schönsten von Nordrhein-Westfalen. Also wir haben in Ennepetal sehr schöne Ecken, deswegen lohnt sich ein Besuch, ist es mal wert. So, da in der Richtung, das ist dann Richtung Altenförde und da ist auch das Platsch oder das Strandbad von Ennepetal. Ja, auch eigentlich ganz gut Besuch im Sommer, aber auch im Winter mit Saunabereich und alles, was dazu gehört. Auch eine schöne Sache. Minigolf gibt es da auch, Anlage, viele Wandermöglichkeiten hier rum. Allerdings alles so ein bisschen, ja, Berg auch, also mit Steigung. So, von hier oben könnt ihr weiter nach Förderung wandern. Und da hinten ist auch noch ein Zeichen. So, schaut mal. Ja. Und dieser Weg hier, der ist eigentlich am einfachsten. Ist eigentlich recht sauber und man kommt da schon ganz gut hoch. Auch steil, aber nicht so wie jetzt den anderen Weg, den ich euch zeige. Hier geht auch ein Weg hoch, der ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Der geht auch, wie gesagt, nach Förde, aber richtig schon mehr Oberbauer geht der hoch. Ja? Muss man also auch ein bisschen sportlicher Kondition mitbringen dafür. Ist da noch ein Wanderschild irgendwo? Doch, gibt es, zeige ich euch. A6 ist irgendwie nicht mehr gut zu erkennen. Das ist jetzt hier dieser Weg, A6. Immer dunkler, oder? Jetzt ist. Gibt es noch mal einen Weg. Der geht ganz steil runter. Also sagen wir auch schon ein bisschen steinig. Da muss man also gut auf festen Füßen sein. Also das muss ich hier mal gucken. Das Zeichen ist auch bescheuert hier. Ist nicht gut so gemacht, weil das zu sehr ins Tal reingedreht ist. Das Zeichen müsste mehr hier zum Weg ausgezeichnet werden. Ich muss jetzt also mich ziemlich ausholen ins Tal. Wenn ich das jetzt auf die Kamera drauf habe, ist nicht so gut. Ist eigentlich sehr schön hier oben bei schönem Wetter. Hier wird es auch fertig. Muss das sein?